Probleme bei der Erziehung? Die Erziehungsberatungsstelle der Stadt Mülheim steht jedem offen. Schönen guten Tag, kommen Sie bitte rein. Den Eltern, aber auch Kindern und Jugendlichen. Es gibt hier in Mülheim 3 Erziehungsberatungsstellen. Es gibt die Erziehungsberatungsstelle der Caritas, es gibt die evangelische Erziehungsberatungsstelle und uns als städtische Erziehungsberatungsstelle. Die Erziehungsberatung bei uns ist komplett kostenfrei. Man muss keinen Antrag stellen, sondern kann einfach so kommen. Und die Beratung ist auch vertraulich, sie fällt unter die Schweigepflicht. Das heißt, wir geben keine Informationen an andere Stellen weiter. In den Beratungsgesprächen werden Fragen und Probleme rund um die Erziehung und Entwicklung der Kinder besprochen. Gemeinsam mit den Eltern wird nach passenden Lösungen gesucht. Ich habe immer Schwierigkeiten im Alltag mit ihm. Und auch die Klassenlehrerin hat mir empfohlen, eine Erziehungsberatungsstelle aufzusuchen, weil er sehr unruhig ist im Unterricht. Ja, eine wichtige Frage, die wir mit den Klientinnen und Klienten natürlich immer klären, ist, ob wir die richtigen Ansprechpartner sind oder ob es andere Stellen gibt, die vielleicht noch besser geeignet sind. Und wir sind sehr gut vernetzt, kooperieren mit vielen anderen Institutionen und Einrichtungen, unter anderem auch mit dem Netzwerk Frühhilfen und kennen deswegen auch viele gute Angebote. Unter professioneller Hilfe können sich die Eltern hier bei Erziehungsproblemen beraten lassen. Zu uns kommen häufig Eltern, die sich Sorgen um die Entwicklung ihrer Kinder machen, die Fragen haben, ob das, was bei den Kindern ist, alles in Ordnung ist. Es geht um Verhaltensfragen, es geht um Entwicklungsfragen. Kinder, die vielleicht unsicher sind, ängstlich sind oder schnell wütend werden. Das sind sehr typische Fragen für unsere Erziehungsberatungsstelle. Wenn man einen Termin in der Erziehungsberatungsstelle haben möchte, dann kann man sich hier telefonisch melden oder über das Internetformular sich eintragen oder auch eine E-Mail schreiben.